Ralf Rangnick. Seit Jahren reden wir nun schon über Viererketten und Raumdeckung. Man hat so das Gefühl, es ist fast Ehrfurcht da, wenn man über dieses System redet. Jetzt haben wir hier mal eine Taktiktafel. Es gibt viele Leute bei uns zu Hause, die uns zuschauen, die sagen, wir verstehen immer noch gar nicht genau, worum es geht. Können Sie es mal kurz beschreiben? Gut, zunächst mal zum Thema Viererkette. Die Viererkette ist für uns eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Denn das, was wir eigentlich spielen wollen, ist extrem ausgeprägtes Pressing. Mhm. Wir wollen versuchen, eigentlich immer den gegnerischen Ballbesitzer mit mindestens einem an Überzahl zu attackieren. Und da ist es einfach wichtig, dass die Spieler auch eine Grundordnung haben, wo sie wissen, dass jeder Spieler auch wirklich rückengedeckt ist. Also so viel einfach mal zu dem Thema Viererkette. Vielleicht noch ein weiterer Mythos, der ja in Deutschland immer noch existiert. Eine Viererkette spielt ohne Libero. Wir spielen nicht ohne Libero, nur ist es eben bei uns so, und wir werden das nachher vielleicht gleich mal sehen an der Situation, dass unsere beiden Innenverteidiger diesen Libero je nach Situation erzeugen. Je nachdem, über welche Seite der gegnerische Angriff kommt, ist mal der eine und mal der andere Innenverteidiger eben unser Mann, der den anderen sichert. Ja. Gehen wir jetzt mal davon aus, hier führt die gegnerische Mannschaft den Ball. Was passiert? Wie zieht sich dieses System zusammen? Zunächst mal ist es natürlich so, dass wir versuchen, den Gegner auch ein bisschen rauszulocken. Das heißt, wir wollen ja nicht von vornherein alles zustellen. Wenn jetzt zum Beispiel dieser gegnerische Spieler den Ball hat, dann ist zunächst mal die, wie wir es nennen, die ballnahe Spitze, hier die Nummer 11, gefordert, hier in Richtung Ball sich zu verschieben. Gleichzeitig muss hier die Nummer 8, egal, auch wenn die vielleicht im Ursprung mal hier diesen Mann mit der Nummer 2 gedeckt hat, schiebt ebenfalls in Richtung Ballbesitzer vor. Das heißt, wir haben hier jetzt schon mal eine Situation, wo zwei Mann den Ballbesitzer versuchen zu stellen, zu attackieren. Die Nummer 10 schiebt in Richtung Ballseite rüber, hat hier die Aufgabe, ja, hier so ein Dreieck zu erzeugen, den Passweg hier zu schließen. Upsala. Das ist der Ball aus dem Spiel. Der Ball ist aus dem Spiel, ja. Ja, und man kann sich's vorstellen. Ja. Sollte nicht passieren. Ja. So, gut. Dann, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nehmen wir mal an, wir hätten hier eine der gegnerischen Spitzen. Die wird in dem Moment hier von der Nummer 3 gedeckt, bevor die Aktion lief. Die 3 schiebt vor, muss hier das Vakuum schließen hinter der Nummer 8. Das heißt, dafür sorgen, dass er wirklich auch hier im Rücken den Raum geschlossen hat. So, und jetzt kommt das Phänomen Viererkette, was ich gerade gesagt habe. Diese Spitze hier wird gleichzeitig von dem ballnahen Innenverteidiger übernommen. Er ist in der Situation Manndecker der Nummer 9. Die Nummer 4 wird freier Mann, Libero, sichert hier, je nachdem wie schnell er ist, kommt natürlich darauf an, wie viel Rückendeckung und wie viel Tiefenstaffelung er braucht, bleibt hier freier Mann. Die andere Spitze wird vom einrückenden Außenverteidiger übernommen, der ist hier Manndecker. Und die Nummer 6, wie wir ihn nennen, so unser Staubsauger, unser Scheibenwischer, schiebt ebenfalls in Richtung Ballseite. Und jetzt ein weiteres Phänomen, wenn wir hier natürlich Überzahl erzeugen wollen, müssen wir irgendwo auf dem Platz Unterzahl sein. Diese beiden Spieler schieben ebenfalls in Richtung Ball rüber. Die Nummer 9, je nachdem, spekuliert vielleicht auch schon auf einen möglichen Rückpass, schließt auf jeden Fall hier auch den Raum oder die Räume hier. Und die Nummer 7 rückt hier, je nachdem, wo jetzt gegnerische Spieler sich befinden, nochmal in die Mitte ein. Sie sehen also, wenn die Situation dann zu Ende geschoben ist, haben wir eigentlich in dieser Längshälfte des Spielfeldes keinen eigenen Spieler mehr. Ich habe gerade mal so gesehen, die Zuschauer registrieren es aufmerksam. Ich fasse das jetzt nochmal in meinen Worten zusammen. Ja? Also das heißt, man orientiert sich am Ball, man versucht in Ballnähe Überzahl zu schaffen, man versucht dem Gegner am Ball Zeit und Raum zu nehmen und man deckt nicht Gegner- oder zuordnungsorientiert, sondern gefahrenorientiert. Das heißt, der Spieler ist nicht so interessant, sondern man deckt immer ballorientiert. Richtig? Korrekt, korrekt. Ist richtig zusammengefasst. Haben Sie noch Kapazitäten frei? Ja. Darum geht es jetzt gar nicht. Ich frage mich nur, wenn man das relativ einfach ja zusammenfassen kann, worum es geht. Und es gibt natürlich auch die Frage, wie man es ausspielt mit Doppelpass und mit individuellen Leistungen, ein paar Gegner ausspielen. Warum redet man in Deutschland, das war ja ein Thema des Jahres, Nationalmannschaft, sind die Systeme veraltet, die in Deutschland gespielt wurden. Warum geht man mit dieser Ehrfurcht an dieses Thema ran und warum zögern andere, dieses System zu spielen?
Gut, es wird ja immer davon gesprochen, dass man in Deutschland speziell im Profifußball zu wenig Zeit hat. Nur ich sehe da natürlich keine Unterschiede zu anderen Ländern. Mhm. Ich glaube, der Druck auf Fußballtrainer auch in Italien, in Holland ist genauso groß wie hier. Auch wir in Ulm, wenn man das sagt, wir haben eine Oase in Ulm, wenn wir momentan 16. oder 17. wären, dort wo man uns alle erwartet hat, dann wäre natürlich auch der Trainer Rangnick in der Diskussion. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, wir haben in Deutschland eben das Problem und deswegen dauert es vielleicht in Deutschland auch etwas länger, diese Art von Fußball auch einer Mannschaft zu vermitteln, dass viele Spieler eben völlig anders ausgebildet worden sind. Das heißt, es geht eigentlich in Deutschland in erster Linie sonst darum, einem gegnerischen Spieler dran zu sein, ihn in 1-zu-1-Deckung zu haben. Und wir haben das ja gerade gesehen, bei uns kann es wirklich sein, und das passiert häufiger, dass wir zunächst mal gerade in Deckung an einem Spieler dran sind und der bewusst von dem Mann weggeht, um in Ballnähe eben wirklich den Raum zu schließen.